Ich renne jetzt erstmal hier zu dieser Tür hier und wird ein Knast. Oder ich gehe einfach straight raus. Wie kann ich rausgehen? Immer noch nicht. Kann ich hier rausgehen? Juhu, tiefer in den Hasenbau. Da will ich nicht rein. Oh, hier ist zugemauert. Hier ist auch vermauert. Kann ich das noch machen hier? Oder nicht? Dann wäre das nur einmalig. Okay. Auch nicht. Waiting Room. Ja, was? Okay, die Wand verschiebt sich. Wartezimmer, Doktors Office ist zu. Kommt doch nie wieder einer rein. Ist auch alles zu. Gut, dann gehe ich in den ins Wartezimmer. Kapitel 2, das Interview. Ein Kaffee bitte. Danke. Das Interview. Hier ist verschlossen. Who's next? Ich. Mr. John Evans. Ja, hi. You're next. Mr. Evans. Ja, hallo. Please, sit down. Toller Raum hier. Okay, Mr. Evans. Let's cut right to the chase. Ja. Let's take a look at your resume. Ja, ich habe einen tollen Lebenslauf. Ich bin geboren, gewachsen. Weiß noch, was ich tue und an sich bin ich ganz cool. Und gut. Und nett. Not exactly the qualifications we're looking for. Wer hat das schon perfekt? How about the short story from the job posting? Ja, hier, der blaue Ballon. Habe ich noch nicht gelesen, aber ist sehr gut. You wrote this? It's not bad, but I'm not convinced. How about you prove to me, right here, right now, that you've got the skills? Na klar, write ja. us a short story. Any topic. Na, dann hau ich rein. Manchmal ist die Wahl, sich zu verstecken. Ist die beste Wahl, sich zu verstecken. Man kann das Ungeheuer kommen hören, jedoch nichts dagegen tun. Also versteckt man sich, bis es vorbeigegangen ist. Bis ans Ende deiner Tage wirst du dir einreden, dass man nichts und niemanden hätte retten können. Und wenn man andere fragt, würden sie dir nur diese eine Sache sagen. Dich wegzuschließen war das Beste, was sie getan haben. I think that's enough. A little cliche, but well written. Welcome aboard, John. You've got the job. Jetzt muss ich wöchentlich eine Geschichte abgeben, ne? Ihr seid doch so schreibt man doch keine Geschichten. Kommt so ein Scheiß raus wie bei Homo Faber, ey. Gut, lassen wir uns mal aus dem Keller hier rausgehen. Danke. Zutreten, danke. So. Kommen wir doch zum Mothman und... Das sieht aus, als würde er mich gleich in seiner Dunkelheit da umfassen und...
Hello, Mr. Evans. Nice to see you again. Oktober 95. Ich setz mich mal, ne? Ich setz mich nicht. Setz mich hier, ich setz mich hier. Hi. How are you doing? Oh, ich hab einen Job, ne? Anscheinend. Ich glaube besser. And did you have the job interview? How did it go? Es war beängstigend, aber ich habe es geschafft. Congratulations, Mr. Evans. That's great news. Let's continue our work with the ink blots. Ja, schon wieder Tintenkleckse. I know they're confusing, but I think we're making progress. Nein, machen wir nicht. What comes to mind when you look at this? Okay, das willst du nicht hören, aber das sieht ein bisschen aus wie so ein Oberkörper aufgeschnitten und hier Nieren und so an. Panzer, die einen Berg erklimmen oder ein gefangener Drache? Drache. What name would you give this picture? Idolin. Die Reise, die Flucht. Would you associate this with weakness or strength? Völlig neutral ist. Last question, Mr. Evans. Which would you choose to be? A dragon or a panther? Den gibt's wenigstens. Thank you, Mr. Evans. That's enough for now. I think we're getting somewhere. Good luck at your new job. I look forward to hearing about it. Ja, danke. Ja, ich muss kurz resümieren. Ich dachte eigentlich, ich wäre durch einen Autounfall irgendwo hingekommen, wo ich versuchen müsste, mich daran zu erinnern, was passiert ist. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich komplett psychisch kaputt bin und von frühester Kindheit gemobbt wurde. Völlig abgestürzt bin und jetzt auch noch doof im Sack gefragt werde. Und jetzt irgendwie in Psychiatrie bin und versuche wieder klarzukommen. Die Tür ist verschlossen, die Tür ist verschlossen. Nee, die ist offen. Ist die hier verschlossen? Der Durchgang ist blockiert, ja, gut. Ist auch dicht. Dann gehe ich jetzt ins Wartezimmer hier. Hi. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier 1000 Copyrights gebrochen werden. Okay, das ist bestimmt, irgendwer hat da bestimmt Rechte dran. Hot and cold. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Stühle zum Schlagen sind auch hier. Hier, Ding. Hallo und schöne Frau. Ich wollte gerne hier was essen. Okay, ich gehe einfach durch, ja. Kapitel 3, das Büro. The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unwanted. Das schlechteste Einsamkeit, Armut ist allein sein und das Feeling, dass man, das Gefühl, dass man nicht erwünscht ist. Auf ins Büro.
Ich gehe an diesen Arbeitsplatz, der verdächtig nach so aussieht wie der Rechner, an dem ich vorhin saß. Setz mich hin und schreibe eine Geschichte über seltsame Portale, die auf der Erde aufgetaucht sind und der eine komische Welt ist. Man kann rübergehen und wieder zurückgehen und ich mache den Rechner an. Arbeitsregeln. Alle Arbeit auf alles Setup. Ja. Alle Arbeit ist auf dem. Ja, bitte. Let's get started, John. You'll find everything you need on your disk. Danke. Ja, alles mit der Arbeit findest du auf der Disk mit dem Namen, deinem Namen drauf. Die ist kein Workabinett in der Hallway. Finish the task before 17 Uhr, okay. In die Traurigkeit. Immer das ist dem Wasserding. Eine Disk mit meinem Namen drauf. John Evans. Schön, dass damals die Arbeit noch auf eine Diskette gepasst. Geil, die haben alle die Job-Sachen offen. Einfügen. Kindergeschichte. Es war einmal ein kleiner Junge, der davon träumte, ein großer Junge zu werden. Aber als er lügte, bekam er eine große Nase und wurde dann einfach Aktionär. Ein Ritter zu werden. Keep calm and work, fail, repeat. Tapferer zu werden, ja. Ah, da. Nimm die Skelette vom Regal, lass sie arbeiten, Platz bei einer bis 17 Uhr, ja. Ein tapferer Ritter zu werden, ja. Hängt eine Lampe in der Luft. Eines Tages, als er in seiner Hängematte lag, kam ein Bote mit der Nachricht des Königs zu ihm. Auf Geheiß des Königs wird Folgendes bekannt gegeben. Die Prinzessin wurde auf brutale Art von einem Monster in die Höhle, verfluchten Höhlen entführt. Der Held, der das Monster besiegt und die Prinzessin rettet, wird zum Ritter des Königs geschlagen. Der Junge benötigte eine Waffe, um das Monster zu besiegen. Wo konnte er eine finden? Im Osten. Er entschied sich, tief in den Wald zu gehen und dort eine Waffe zu suchen. Nach einigen Tagen Aufenthalt im Wald fand unser Held einen magischen Brunnen. Den Legenden nach konnte der Brunnen einen Wunsch erfüllen, jedoch nur bei Vollmond. Da muss ich bestimmt irgendwas noch reinpacken.
So wünschte sich der Junge magischen feinen Bogen. Der Wunsch wurde ihm gewährt und er war bereit, gegen das Monster zu kämpfen. Es wird jetzt auch noch ein Shooter. Evans, you know I love the creativity, but I need you to focus on the job. This is an important one for us. Oder ist hier noch was anderes? Ne? Okay, setzen wir uns hier wieder Good hin. Guten Abend, Mr. Evans. Ja, moin. Please, make yourself comfortable. So, tell me, how are you feeling about your new job? Es ist stressig. Progress takes effort and time, Mr. Evans. Ja, ich hab's gehört. It pays off in the long term. I think one day you'll agree with me. Auf jeden. Do you think staying still would have been better than what you've achieved? Es ist nicht immer schwarz und weiß, obwohl. Fair enough, Mr. Evans. We can keep going. We have one more ink blot to look at. I think you'll like this one. Es ist Do you see anything familiar? Ja, das da oben sieht aus wie eine Spitzklammer. Ich keine Ahnung. Rechts und links sind ein paar Krabben. Da sind kleine Eichhörnchen, die lustig springen. Und ein explodierender Vulkan leben im Ozean. Is there chaos? Order. Symmetrisch, ne? Ordnung. And how does that make you feel? Verloren und abgekapselt, heimisch. Thank you. Those responses have been very enlightening. Waren sie nicht, du lügst doch. You've come a long way in these last sessions, Mr. Evans. Findest du? Our time is up for today. But I want you to keep your mind open. To new opportunities. Du wirst staunen, was ich hier erinnere. Gut, er steht aber auf, ne? Guck mal kurz, ob ich dem noch was klauen kann. Warum ist hier ein Stempel, den ich nehmen kann? Du bist zu sehr auf diese Tintenknexe fixiert. Faxiert, wollte ich gerade sagen. Wer macht dann heute auch Faxen? Waiting Room. Oder nix. Dann gehe ich wieder in den Wartezimmer. Ach, Kekse. Kuchen, Keks, Schokolade. Immer noch 19:15. Das Zeit vergeht auch nicht, ey. Oh, Handschuhe. Warum sind hier Handschuhe? Warum kriege ich nur den einen genommen? Das war die falsche Taste. Und Damenhandtasche. Nicht, dass hier was verloren geht. Ein Bild. Ein Kamin. Besteck, Kuchen. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Gut. Haben wir auch Milch? Nein. Ach, wir haben Milch. Nicht gerade Vertrauen zu wecken, dass die Milch draußen liegt. Wo gerade ist? Wohin gehst du? Ja. Oh, starker Kaffee, der fällt nicht mehr raus.